Einen wunderschönen guten Morgen oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Ihr seht es wahrscheinlich schon, ich bin nicht zu Hause. Ich mache nämlich einen relativ spontanen Kurzurlaub an der Nordsee und das ist jetzt nach 2,5 Jahren Corona endlich mal wieder eine Gelegenheit zu vloggen. genau, ich bin alleine hier, weil André ein Männerwochenende mit seinem Kumpel zu Hause macht. Und ja, ich nehme euch heute ein bisschen mit. Ich habe nicht so wirklich einen Plan. Ich habe ein paar Ideen, was ich machen kann, will. Aber ja, mal gucken. Ich möchte auf jeden Fall Seehunde angucken gehen. Und natürlich ans Meer. Ich habe gestern Abend schon einen richtig schönen Sonnenuntergang dort beobachtet, angeguckt, wie auch immer. Und ja, bin gespannt, was der Tag heute bringt. Ach ja, und dann dachte ich mir, ich nutze die Gelegenheit und zeige euch irgendwann im Laufe des Tages mal meine neuen Prothesen. Die habt ihr nämlich noch gar nicht gesehen und ich bin in die Prothese so sehr verliebt. Also, ich kann den Sommer kaum abwarten, wenn ich sie endlich zeigen kann. Und ja, ihr dürft sie nachher dann auch mal mit mir lachen. Aber jetzt gehe ich erstmal frühstücken, ich habe nämlich Hunger. Ich habe inzwischen einen Plan. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde am Strand spazieren und dann zur Seehundstation. Ich bin übrigens ehrlich gesagt absoluter Ostsee-Fan. ich weiß nicht, ich mag es, wenn ich an den Strand gehe und weiß, dass da Wasser ist. Was bei der Nordsee ja nicht immer so ist. Aber die Nordsee bekommt eine Chance von mir. Ich ja, bin gespannt, ob sich das nach diesem Wochenende ändert. Ja, aber Hauptsache mehr, Hauptsache mal rauskommen. Und das Wetter ist so schön. So, ihr achtet bitte nicht auf meine Sturmfrisur. ich habe den Plan geändert. Ich gehe jetzt nochmal ins Hotel. Ich muss nämlich Pipi. ja, ich bin jetzt auch relativ viel rumgelaufen. Daher sollte ich vielleicht, bevor ich zur Seehundstation gehe, nochmal ein bisschen Pause machen, die Beine ausruhen, euch die neuen Prothesen zeigen und dann geht's weiter. So, weil ich ja weiß, dass ganz viele von euch neugierig sind, wie denn jetzt die neuen Prothesen aussehen, drehe ich einmal die Kamera und zeige sie euch. So, hier haben wir die Orthese, die im Prinzip aussieht wie die alte auch. Der Verschluss ist gleich, das Material ist gleich. Der einzige Unterschied ist hier, diese Stelle, wo ja mein Fuß drin steckt quasi. Hier hatten wir vorher ein Loch drin, das haben wir gesagt, wir probieren es aus, das einmal zuzumachen. Ja, ich merke da jetzt keinen großen Unterschied, von daher, ja, war ein Versuch. Es stört mich nicht so, also nach dem Wissen so, ja. Dann schwenken wir einmal rüber zur Prothese. Und ich weiß nicht, ob ihr noch im Kopf habt, wie die alte aussah, aber das hier ist komplett anders. Ich hatte vorher immer eine Kosmetik, die quasi aussieht wie ein echtes Bein und dann irgendwie ein echtes Bein aussehen soll. Da ich jetzt aber schon so lange damit rumlaufe, hatte ich wirklich Bock auf was Neues. Ja, ich brauche halt auch keine Prothese, die aussieht wie ein Bein. Ich wollte viel lieber irgendwas Modernes haben, irgendwas, wo ich denke, Alter, das sieht wirklich cool aus. Und das haben wir tatsächlich echt gut hinbekommen, wie ich finde. Genau, dieses Cover kommt tatsächlich aus dem 3D-Drucker und ich fand es mega aufregend,
ja, meine Entstehung so ein bisschen dabei zu sein, ne? Deswegen, wie sowas ausgemessen wird und wie man das alles in so einer App dann plant. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich liebe dieses Teil. Also, ich finde es wirklich mega schick. Ich freue mich sehr darauf, im Sommer damit rumzulaufen und kurze Hosen zu tragen und so. Die Farbe konnte ich mir tatsächlich aussuchen von dem Teil. Also ich hätte quasi zwei verschiedene Farben nehmen können. Einmal hier die Vorderseite und die Rückseite. Ja, ich habe mich aber für Schwarz entschieden, weil das einfach zu allem passt. Also ich hatte einfach keine Lust, halt irgendwie meine Hosen oder so auszusortieren, weil irgendwas nicht mehr zu der Farbe der Prothese passt. Und somit, ja, sind das meine neuen Beine. Ich bin gespannt, wie ihr sie findet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, genau. Ich laufe inzwischen zum Glück auch wirklich gut mit den Beinen. Also es gab natürlich ein paar Probleme anfangs, aber ich würde behaupten, die hat man mit jeder neuen Prothese. Genau, also der Verschluss an der Seite war kaputt. Den habe ich selbstständig ausgetauscht. Ich bin ganz stolz. Und bei der Prothesenseite gab es noch die ein oder andere Druckstelle, die wir beseitigt haben. Tja, jetzt bin ich happy. War gerade noch mal was essen und einen Kakao trinken und jetzt haben wir so kurz vor 18 Uhr und ich bin noch mal auf dem Weg zum Strand, weil ich mir den Sonnenuntergang noch mal anschauen möchte. War gestern schon hier, die Sonne untergegangen ist. Das war mega schön. Ja, ich glaube, da werden auch ein paar schöne Aufnahmen entstehen für euch und für mich. Und ja, wir sehen uns gleich, wenn ich da bin. So, ihr Lieben, meine Sturmfrisur und ich verabschieden uns von euch. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Urlaubs- und Meerfeeling nach Hause zaubern. Ich würde mich wie immer sehr über einen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr wollt, abonniert den Kanal hier auch gerne. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich freue mich schon sehr drauf. Bleibt gesund und bis bald.